dafür noch kein Wasser. Mal wieder Moldorm-Party. Yeah, Moldorm, Moldorm, Moldorm. Noch ein Schlüssel. Große Frage, wo war noch ein Schlüsselloch? Das ist auch erstmal so Gewöhnungssache, dass die Viecher hier den Angriff korrigieren. In Link's Awakening waren die immer da, wo du als erstes warst, haben die hinausgeschlagen. Das machen sie hier offensichtlich ja nicht. Können, dass ich da dran vorbeikomme. Aber jetzt hat Link ein Loch im Fuß. Das verstehe ich halt hier auch nicht mit den farbigen Flächen da. Gab es hier nicht irgendwo noch ein Schlüsselloch? Ja, wir waren hier überall. Kann man lauf, 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 lauf. Den Raum müssen wir wahrscheinlich irgendwo von oben rein droppen, oder? Nee, können wir gar nicht. Ah, wahrscheinlich, wenn hier alles geflutet ist oder sowas. Missgebirer. Bäh. Dann kommen wir wieder runter in den Bereich. Doch jetzt nichts großartig verändert hier mit dem Wasser. Ah, sorry. Wenn ich immer auf dem Pixel anfangen, dann zu britzeln, ey, die Mistviecher. Menschenskinder, ey. Daher echt Top-Timing immer. Ach, die sind vielleicht da, wenn man den anderen Haken hat, um hin und her zu wechseln. Erwarte, dass wenn das Wasser hochgeht, dass hier das Stockwerk geflutet ist.
Nee, ist der falsche. Dann lassen wir halt nochmal ab und holen uns unten das Ding. Hoffen wir mal, dass das der neue Haken ist. War das da drüben nicht, wo man eigentlich ablassen konnte? Ich hätte mal gucken sollen, was der Ablassraum war. Mistvieh. Dafür spuckst du eine Fee aus. Ja, das war definitiv der Raum. Hopp. Ich renne jetzt wahrscheinlich wieder zielsicher an allem dran vorbei. Ich bekomme keinen Elektroschrock-Ring hier mitnehmen sollen. Oder? Habe ich den dabei? Nope. Ich weiß, man merkt, dass meine Konstruktion aktuell nicht so toll ist. Minimal verwirrt, also alles gut. Sag mal, hier ging doch noch alles Mögliche ab. Wie ich denn vorhin in diesen einen Raum gekommen, wo ich die Brühe abgelassen habe? Kann doch nicht wahr sein. Hier dürfte doch gewesen sein. Ach, geht doch.
Wahrscheinlich wäre dann da an dem einen Ding, was ich törichterweise habe liegen lassen. der Long Range Grappling Hook gewesen. Arschbombe! Ein Ring. Also, haha, jetzt kann's weiter. Nennen wir es Nope. Verzieh dich. Der, wo wir auch den Grappel für brauchten. Was bringt es, das Wasser wieder zurückzusetzen? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass das noch weiter steigt. Ist auch gut so. Da ging es nicht nach Norden weiter. Das ist der Raum, wo ich den Big Key erwarte. Boah, zisch ab. Menschenskinder. Problem ist halt hier mit diesem Auf- und Abtauchen, was sie hier drin haben. Man kann es halt extrem die Karte in der Pfeife rauchen. Okay. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Hier ist auf jeden Fall richtig kalt und bewölkt. Ich weiß, ich hätte da runterspringen können.
Hilft uns noch nichts. Nein, nein, nein. Wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier wieder komplett alle Wasserstände senken muss, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin muss. Mache ich das lieber gleich so. Verbesserung, die ich in den Inventar gerne hätte, wäre, warum hat er Macht für den ganzen Kram feste Plätze? Du hast so schnell durcheinander da drin und denkst dir so, uff, wo habe ich X oder Y hingepackt? Ist ewig lang am Suchen, auf welchem Slot du irgendwas hingepackt hast. Sagen, ah, jetzt bin ich hier oben, aber das hilft auch nichts. Vorne rausgehe ich die Tür wieder zu. Erkunden wir mal weiter das Stockwerk hier. Kann sagen, das hier war Moldau Party. Jetzt auch wieder auf einer Klippe.